Radio Reptile Expression. Reptiles on Air, die Sendung über Künstler in und um Oldenburg. Sendeverantwortliche sind Almut Siegmann und Brian Simbor. Radio Reptile Expression. Radio Reptile. Herzlich willkommen, hier ist Radio Reptile Expression, die Radiosendung, die aus dem Kreativkollektiv Reptile Expression geboren worden ist. Ja, mein Name ist Brian und... Ich bin Ellie, hallo. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt jetzt heute für euch einmal Max Lee als Gast von Reptile Expression und dann haben wir noch... Justin Hübbeler, Satiriker, Musiker... Theaterkünstler, you name it. Und bevor wir anfangen, gibt's aber für euch was auf die Ohren und zwar von Mute Math, Typical. Ihr hört Radio Reptile Expression auf dem Oldenburg 1. Sendeverantwortlichkeit Almut Siebmann. Reptile News. Alles klar, hier sind wir wieder im Studio und bei uns sitzt jetzt Max Lee. Hallo Max. Hallo, na? Fangen wir mal gleich mit einer simplen Frage an. Wie bist du denn Teil von Reptile Expression geworden? Ja, das ist prinzipiell eigentlich eine lange Geschichte, aber die Kurzfassung ist, Ellie und ich haben uns in einem Seminar getroffen und sie hat mich gefragt, ob ich bei der Anthologie Number One mithelfen kann, eine Gitarre einzuspielen. Ja, und dann kam noch ein ganzer Song dazu und das Thema, das ich dann einspielen sollte und so war ich dabei. Ja, wunderbar. Du warst danach ja auch beim Songwriter-Workshop bei Christian Frerichs. Wie hast du das erfahren? Hast du das erste Mal in einer Gruppe Songs geschrieben? Ja, das war eine sehr, sehr erweiternde Erfahrung natürlich. Also vor allem diese Aufgaben, die wir uns dann gestellt haben, wie einen Song in einer Stunde schreiben, da habe ich einfach nochmal viele Erfahrungen gemacht und das hat mich jetzt auch hier in der Gruppe Reptile Expression viel weitergebracht. Ja, wenn du jetzt das so sagst, hat sich denn dein Künstlerdasein durch Reptile Expression maßgeblich verändert? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt deutlich wieder viel mehr bei mir und bei meinen eigenen Songs, aber auch in der Gruppe, um die zusammen performen zu können. Okay. Trotzdem interessiert mich jetzt nochmal deine Solo-Karriere quasi da. Was für Musik machst du denn alleine dann quasi? Also? Ich mache alleine dieselbe Musik, die ich auch bei Reptile Expression mache. Also ich bin Singer-Songwriter und Popmusiker. Also ich möchte mich jetzt nicht irgendwo bei Rock oder so einordnen. Das ist definitiv nicht. Es ist schöne Popmusik und das mache ich. Dazu dann Pop und Rock. Du hast ja dann die Gitarre eingespielt für den Song Forced to Regret, der mit Reptile Expression dann beim Deutschen Rock- und Poppreis den zweiten Platz gemacht hat. Was bedeutet dir der Preis? Überraschung bedeutet der vor allem für mich. Also ich war sehr überrascht. Also ich bekam die E-Mail von Ellie und schaute da drauf und dachte so, was ist das? Was wollen die jetzt von mir? Und dann, wir haben irgendwie einen von den ersten drei Plätzen. Also da war ich überrascht. Also es freut mich einfach zu sehen, dass das, was ich tue und auch in dieser Gruppe Reptile Expression tue, Anklang findet. Und das nicht nur bei ein paar Leuten in Oldenburg, sondern tatsächlich auch schon bei Experten, die das bewerten, sagen wir jetzt mal so. Auch wenn vielleicht dieses Konzept von solchen Band-Contests vielleicht nicht das Richtige ist, aber es ist schön zu sehen so. Ja, fand ich auch. Muss ich ja mal ganz eitel gestehen. Was mich nochmal interessiert, du bist ja Gitarrist und besitzt auch mehrere Gitarren. Und mich würde mal interessieren, warum nimmst du welche Gitarre für welches Lied und warum hast du eigentlich so viele Gitarren? Gitarrist, das ist eine Gitarristenkrankheit. Nee, ich habe eine Western-Gitarre, E-Gitarre, klassische Konzertgitarre etc. pp. Western-Gitarre ist eben fürs Singer-Songwriter-Dasein irgendwie inzwischen unablässig. Jeder hat irgendwie eine, der Singer-Songwriter ist. Und es klingt auch einfach schön, es ist einfach eine tolle Art, Musik zu machen. E-Gitarren, inzwischen benutze ich die fürs Aufwerten von Songs, wenn sie mal in eine Aufnahme gehen oder so, da benutze ich das gerne. Hab auch den Song ja auf der Reptile Expression-Platte nur mit der E-Gitarre aufgenommen, weil die einfach dann so einen etwas harmonischeren Klang hat als eine Western-Gitarre, sehr hart eine E-Gitarre. Wenn man sie jetzt clean spielt, ist dann eben auch schön clean und schön geschmeidig. Ja, und als letztes, ich habe noch eine 12-seitige Western-Gitarre. Die ist einfach nur da, um lauter zu sein. Als eine normale Western-Gitarre.
Ja, sehr schön. Jetzt als Gitarrist hast du bestimmt auch ein paar Vorbilder. Wer sind so deine künstlerischen Vorbilder? Da gibt es einen Riesenhaufen natürlich, aber der Mann, der dafür verantwortlich war, dass ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, war Farin Urlaub von den Ärzten. Ah. Inzwischen bin ich aber auch riesiger Fan von klassischen Gitarristen wie Eric Clapton, Jimi Hendrix etc. pp., das höre ich alles. Und im Moment besonders inspiriert bin ich von David Gray, den kennt fast niemand, das ist ein englischer, britischer Singer-Songwriter, der aber auch unter seinen Fans tatsächlich weltweit inzwischen bekannt ist und auch viel durch die Welt reist mit seiner Musik. Ich spiele ja auch ein bisschen Gitarre und nutze das halt zum Lieder komponieren, also soweit ich das kann. Und bei mir ist es immer so, ich habe erst eine Gesangsmelodie und suche dann die Gitarre, die Gitarrenakkorde nachträglich raus. Machst du das auch so rum oder gibt es da für dich den Plan, den du immer durchgehst, wenn du Lieder schreibst? Also es gibt für mich, ich verkürze das mal auf zwei Wege, wie ich Musik mache. Also die eine ist natürlich, ich spiele Gitarre und bekomme ein paar Sachen im Kopf, habe so irgendwas auf der Gitarre so fertig und fange dann an, drüber zu singen und dann entsteht ein Text, dann bekomme ich irgendwie ein Thema. Der andere Weg ist natürlich, dass ich ein Thema habe für einen Text und dann ist der Text teilweise fertig und dann hole ich mir nachträglich irgendwie eine gitarristische Inspiration. Allerdings habe ich nicht vorher eine Melodie oder so im Kopf, dass ich jetzt sagen kann, so, ich habe jetzt den Text fertig und weiß auch, wie sich das anhören soll. Und dann suche ich mir irgendwelche Akkorde raus. Das habe ich irgendwie noch nie gemacht. Okay. Du hast uns ja jetzt auch was mitgebracht, und zwar dein Lied Maske. Richtig. Und gibt es da noch was zu sagen, vielleicht zum kreativen Prozess? Ja, da war das, wie ich zu Anfang sagte. Also ich habe mich hingesetzt, habe diese Melodie gespielt oder habe das gespielt auf der Gitarre, was man dann hört. Und irgendwie verband ich das dann mit Maske. Irgendwie, das war so meine Idee. Und auf einmal lief das. Tja, dann läuft das hoffentlich gleich auch bei uns, nämlich. Natürlich. Ja, da gehe ich auch von aus. Und deswegen, hier ist Max Lee mit seinem Lied Maske. Maske auf und weiß, dass ich besser aussehe. Ich sehe nicht mich, ich sehe vielleicht dich, ich sehe jemand anders, doch der bin nicht ich. Das ist nicht schlimm, denn wenn ich morgen ausgehe, setz ich meine Maske auf und weiß, dass ich besser aussehe. Sie nicht schön.
ich morgen ausgehe, hab ich meine Maske auf und weiß, dass ich besser aussehe. Ich sehe nicht mich, ich sehe vielleicht dich. Ich sehe jemand anders, doch der bin nicht ich. Das ist nicht schlimm, denn wenn ich morgen Guest. Ja, das war Maske von Max Lee. Max musste leider schon weiter, aber jetzt im Studio hier bei uns, Justin Hibbeler. Hallo. Hallo Justin. Kommst du eigentlich aus Oldenburg? Ich bin geboren in Oldenburg, aufgewachsen in Rastede und jetzt zur Wiege zurückgekehrt. Damit bist du tatsächlich dann unser erster gebürtiger Oldenburger und du machst ja auch ganz viel auf der Unikum-Bühne hier in Oldenburg. Du schreibst zum Beispiel selbst Theaterstücke, du spielst mit beim Impro-Theater. Ja, ich habe dich schon als Moderator auf der Bühne gesehen, als Schauspieler und auch schon als Sänger. Ich habe dich am Piano gesehen bei der Jerry Lee Lewis Show, die du selbst organisiert hast. Und ja, es ist Wahnsinn, was du alles machst und du hast ganz viele Fähigkeiten, finde ich. Da ist man immer ganz neidisch. Ja, dankeschön. Mit einer großen Bühnenpräsenz auch. Kannst du uns was dazu sagen? Womit hat es bei dir angefangen? Also angefangen auf der Bühne zu stehen, hat es im Grunde erst, als ich hier angefangen habe zu studieren. Das war 2011, beziehungsweise als ich dann 2012 hier zum Unitheater gekommen bin, habe ich dann erstmal, glaube ich, ein Stück am Klavier begleitet. Das heißt, da war ich noch sehr in der passiven Rolle, sage ich mal. Und dann wurde mir die Möglichkeit gegeben, hier eigene kleine Beiträge zu generieren in Kabarettform. Und da habe ich gedacht, das probiere ich mal aus. Und damit fing das an, dass ich auf der Bühne stehe. Und dadurch habe ich alle Möglichkeiten wahrgenommen, mich auszuprobieren und ja, einfach zu machen. Man weiß jetzt auch ja schon, dass du mit deinem Kabarett ein bisschen weitergekommen bist. Du warst jetzt letztens in Cottbus und bist vor auch einem größeren Publikum aufgetreten. Wie war denn das so? Das war super, weil also erstmal ist das ja die eine Sache, hier im vertrauten Rahmen, im Grunde so in der Unikum-Bühne und hier in Oldenburg zu spielen, wo man so eine gewisse Homebase hat, sage ich mal. Aber in Cottbus, wo man ja erstmal bei Null startet und dann erstmal da vor den 300 Leuten im Konservatorium, wo ich gespielt habe, steht, da ist das erstmal schon eine kleine Hausnummer. Und das war aber super toll, weil das Publikum da sehr warmherzig damit umgegangen ist, neue Künstler zu sehen. Und deshalb habe ich mich da sehr gefreut, auftreten zu dürfen. In einem Zeitungsartikel über dich stand, dass du auch gerne netzwerken möchtest mit Leuten und dort welche kennenlernen möchtest. Ja, wie war das mit anderen Künstlern, dich auszutauschen auch? Habt ihr dann über Kabarett gesprochen oder worüber unterhalten sich Künstler so? Ja, das ganze Fest, also es war ein Festival in Cottbus und das heißt, da sind ganz viele verschiedene Leute aus dem ganzen deutschen Raum zusammengekommen, um da eben sich auszutauschen hauptsächlich. Ich meine, da waren glaube ich insgesamt 27 Solisten und Gruppen, das heißt die verschiedensten Richtungen auch Kabarett zu machen und da ganz viel zu sehen und sich dann eben darüber auszutauschen, wie man das machen kann und wie unterschiedlich Kabarett sein kann. Also es muss nicht zwingend politisch sein oder es muss nicht zwingend Musik dabei sein, sondern es gibt total verschiedene Facetten und da konnte ich mich dann auch gut
verorten. Ich finde es auch super spannend, dass du Kabarett machst, weil also ich kenne ganz viele Musiker, ich kenne ganz viele Künstler, aber ich kenne tatsächlich sonst niemanden, der Kabarett macht. Und du bist ja auch sehr jung. Wie kommt es eigentlich zu dieser Liebe vom Kabarett, was ich irgendwie unter älteren Leuten so verbuchen würde? Ja, ich glaube, angefangen hat das tatsächlich, als ich mal auf einer CD ein altes Programm von Harald Schmidt gehört habe, der irgendwie auch in den 80ern, 90ern noch als Kabarettist eben unterwegs war. Und das war auch nicht zwingend politisch in dem Sinne, sondern mehr Gesellschaftsbeobachtung oder einfach irgendwie mehr als Comedy, hatte ich das Gefühl. Und das fand ich total spannend, dann, dass man mehr als irgendwie 3-4 Schenkelklopfer da vor der großen Menge präsentieren kann, sondern dass es irgendwie einen gewissen Gehalt haben kann. Und das war dann so ein bisschen der Stein des Anstoßes. Ja. Dann gehen wir mal vom Stein des Anstoßes ein bisschen weiter in den kreativen Prozess, der hinter dann so einer Show steht. Wie lange arbeitest du ungefähr mal an so einer Show? An so einem Kabarettprogramm? Ja, genau. Das fängt natürlich mit ganz vielen Kleinigkeiten an, dass ich mir erstmal Notizen mache im Alltag zu bestimmten Themen, wo ich dann denke, da könnte ich mir einen Song überlegen oder hier würde es sich lohnen, auch mal einen längeren Gesprächsbeitrag zu sammeln. Also es geht erstmal ganz viel ums Sammeln. Das läuft dann ja vielleicht über Monate, wenn nicht sogar Jahre, kann das, ne? Man hat mal irgendwie eine Inspiration, vielleicht noch aus Schulzeiten im Kopf, die man dann jetzt verwirklichen kann. Und ja, die Kernzeit zum Schreiben würde ich jetzt mal so mit 2 Monaten verorten. Okay. Also quasi erstmal so ein schönes Sammelsurium, sich an Inspirationen und Kleinigkeiten sammeln, um dann irgendwann mal in die Kiste dann zu greifen und so ein paar Sachen zusammen aneinander zu basteln. Genau. Sehr schön. Ja, im Februar wirst du ja mit deinem zweiten Kabarettprogramm auf Tour gehen. Wie heißt das denn? Witze aus der Grabbelkiste. Hm. Kannst du schon ein bisschen was darüber verraten vielleicht? Gerne. Es geht um eine Art Rahmengeschichte, dass ich Verkäufer an einem Flohmarktstand bin. Und ja, dieser Flohmarktstand hat die verschiedensten Utensilien, die mich zu Geschichten oder Liedern verleiten werden. Deswegen, würde ich sagen, thematisch sehr breit gefächert. Und das Ganze ist eben mit dieser Rahmengeschichte des Verkaufens am Flohmarkt. Ja. Das hört sich sehr schön an. Gut, nun wollen wir erstmal aber wieder ein bisschen Musik machen. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht einen Musikwunsch, den du hier gerne einbringen würdest? Tatsächlich hätte ich einen. Und zwar war ich ein paar Wochen war ich bei einem Konzert der Milk Carton Kids in Lüdenscheid. So ein kalifornisches Singer-Songwriter-Duo, die sehr, sehr tolle Harmoniegesänge und Gitarrenklänge verbreiten. Und da würde ich mir gern Honey Honey wünschen. Wunderbar, dann gibt es für euch jetzt auf die Ohren Honey Honey von den Milk Carton Kids. Ihr hört Radio Reptile Expression auf dem Oldenburg 1. Reptile Quest. Ja, hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder Brian mit der Reptile Quest und diesmal befinde ich mich in Ahlhorn und zwar in Eckarts kleiner Bastelstube. Jo. Und habe auch Eckart hier gerade bei mir und was ich hier sehe, ist halt wirklich wunderschön. Viele kleine Kunstwerke, kann man sagen, aus Holz geschnitzt und bearbeitet, meist aus Resten scheinbar, so ist es ja. Und das ist halt wirklich schön. Wir haben hier über Vogelhäuser hin zu Arbeiten wie Getränkehalter für unterwegs, wenn man mal auf einer Kohltour ist, ganz kreative Sachen, total toll. Und also verstehe ich das richtig, es ist quasi ein Hobby von dir. Ja, das ist auch schön so. Ich muss da kein Geld mit verdienen. Und ich kann aus alten Stücken wieder neues Leben ans Licht bringen. Das ist das Interessante an der ganzen Sache eigentlich. Also du verwendest dann quasi Restholz und wo kriegt man sowas her? Ja, man kann das bei den Firmen teilweise abholen, alte Paletten oder Schreinereien, schmeißen das in Container, denen kostet das noch Geld, die Entsorgung. Oder Bekannte, die bringen was vorbei. Also es gibt genug Reste,
Man kann da schon eine Menge rausmachen. Natürlich sind Reste immer relativ klein. Wenn man etwas Größeres machen will, wie ein Spielhaus oder irgendwas, dann muss man halt kaufen. Ne? Okay. Also das Grundmaterial. Ne? Ja, aber das ist schön. Also hauchst du quasi alten, sonst verbrauchten Gegenständen wieder neues Leben ein. Ja. Durch deine, man kann das auf jeden Fall Kunst nennen, was ich hier sehe. Das ist echt super klasse. Was ist denn so dann die Inspiration dahinter? Oder was sind so deine Inspirationsquellen? Ja, also das steht meinem früheren Berufsleben total entgegen. Früher, da wurde nicht so viel repariert oder, ach, das lohnt sich alles nicht mehr, komm, nimm neu und dann hast du wieder und. Und ich will meinen Enkeln vermitteln, woher überhaupt die Sachen kommen, ein Stück Baum, ein Stück Holz und was kommt da raus, wenn das fertig ist? Wie kann ich das reparieren? Oder kann man es überhaupt reparieren? Sich damit beschäftigen, das ist die Sache, das will ich vermitteln. Und das Erfolgserlebnis natürlich dabei. Das ist wirklich schön, weil das ja auch so, das ist halt Nachhaltigkeit wirklich mal dann auch ausgelebt. Besonders wenn man bedenkt, wie viel heutzutage eigentlich wirklich in unserer Konsumgesellschaft, wie man es ja so gerne nennt, einfach weggeschmissen wird und wie viel man eigentlich daraus dann machen kann. Was hast du noch so für Sachen, die du schon so gebaut hast, neben den, jetzt was wir schon gehört haben, Vogelhäusern und auch, du hattest eben schon so ein etwas größeres Häuschen erwähnt. Ja, so Schatzkisten, das kommt immer darauf an, was das Holz hergibt, ne? Das ist eine große Sache. Ich habe also neulich ein bisschen Palettenholz gekriegt, das war so schön glatt schon fast, da brauchte ich gar nicht mehr so viel hobeln. Da haben wir dann Kisten und Kästen rausgebaut. Das einfach, ja, wenn man da so mit der Hand drüber geht, das ist was, ne? Das ist eine schöne Sache. Oder ja, eine Schatzkiste rausgebaut, haben die Kinder, ich habe 4 Enkelkinder, die haben dann zu Ostern jeder eine Schatzkiste gekriegt, natürlich mit vorher einen Plan, dann mussten die suchen überall in den Ställen und was weiß ich, da kam dann ein neuer Plan. Und zum Schluss haben sie die Schatzkiste dann gefunden und dann brauchen sie natürlich noch einen Schlüssel. Und das ist echt schön. Hinterher hatte jeder eine Schatzkiste, da war so ein kleiner Osterhase drin, hatte die Oma da reingetan. Und die steht heute ganz vorne in den Kinderzimmern, nicht? Da bin ich doch happy. Das ist auch wirklich eine tolle Sache. Was ist denn so das tollste Projekt oder das kreativste Projekt, so das ausgefallenste, was du hier gemacht hast? Ja, das Kreativste ist sicherlich, hat mit Holz nichts zu tun, muss ich ja so sagen. Nicht? Das ist eine alte Waschmaschine, haben wir mit den Jungs auseinandergebaut, die ganzen Einzelteile. Ich muss sagen, wir haben das nicht einfach auseinandergeschnitten, da wurde jede Schraube auseinandergeschraubt und die ganzen Teile wurden heile ausgebaut. Dadurch hat das dann 2 Tage fast gedauert und dann haben wir, als ich den Rohkörper von der Waschmaschine gesehen habe, habe ich gesagt, was kannst du daraus machen? Da fällt dir heute Nacht was ein. Und mir ist was eingefallen. Wir haben ein Raumschiff daraus gebaut mit dieser Luke. Die haben wir nach oben gelegt. Das Drehkreuz habe ich unten drunter geschraubt und dann konnte sich da einer reinstellen und mit dem Besenstiel konnte er immer in eine Runde fahren. Die Elektronik haben wir wieder eingesetzt, damit die Knöpfe und Bedienelemente hatten. Und dann wurde noch eine Antenne angebaut und das hat ein paar Jahre bei uns hier gestanden. Also, und das war der Renner überhaupt. Da sind die Kinder teilweise mit 3, 4 Leuten gleichzeitig mit diesem Schiff in der Runde gefahren, ne? Das ist wirklich toll. Eine schöne Sache, dass man noch aus wirklich so alten Gegenständen dann doch noch etwas bauen kann, was einfach so kreativ und auch so fantasiefördernd ist, weil das ja auch häufig mittlerweile verloren geht. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich jetzt mit diesen Sachen beschäftigst? Ja, ich passe öfters auf die Kinder auf und das ist das beste Mittel, wenn ich die für irgendwas begeistern kann. Und wir zusammen irgendwas bauen, wird nicht immer was gebaut. Die müssen auch schon mal einen Staubsauger sauber machen und so. Aber dann kommt auch wieder das Holzreste und was bauen. Igel für den Garten oder sowas, bunt anmalen und sowas. Und man wundert sich, wie schnell die das
kapieren, was sie da machen und wie stolz sie natürlich darauf sind, selbst was hergestellt zu haben, wo nicht gerade Lego draufsteht, ne? Ja, das ist wirklich schön. Das Ganze würde ich auch ja definitiv als Kunst bezeichnen. Das würden vielleicht nicht alle machen, aber ich auf jeden Fall schon. Also es sieht auch, es ist halt, ich wünschte, ihr könntet sehen, was ich gerade sehe, aber das ist leider im Radio immer sehr schwer. Aber es ist halt, hier sieht man unheimlich viel kreative Kraft eigentlich, die oftmals gar nicht als solche wahrgenommen wird. Gibt es Künstler, die dich inspirieren? Also so. Ja, so auf der Gitarre oder sowas, das steckt mir auch so ein bisschen im Blut, aber ich bin da nie hingekommen. Also was, bin ja mit den Beatles groß geworden. Die habe ich immer noch im Schrank, auf meinem alten Turmband. Und also ich würde mich auch nie als Künstler hinstellen. Also ich weiß nicht, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen andere Fähigkeiten haben. Ich würde mich vielleicht ja ruhig auch als Verwerter hinstellen. Das hört sich erstmal nicht so schön an, aber wenn man ein bisschen nachdenkt und mit den Mitteln vernünftig umgeht, ist schon was man anstreben kann. Ne? Ja. In einer gewissen Art und Weise sind ja auch Künstler ein bisschen Verwerter, so ist ja. Das ja nicht. Deswegen ist das eigentlich kann man das so schön sagen, ja. Gibt es noch andere kreative Sachen, die du sonst neben dem Holz bearbeiten bzw. dem Verwerten machst? Nur ein bisschen fotografieren, Radfahren, hält gesund. Fotografieren macht man dann mit dabei oder aber auch, was man so gebaut hat, das fotografiert man dann. Mhm. Ab und zu gehe ich auch mal ein bisschen im Internet, so mache ich mich schlau, was gibt's Neues oder was könnte man quasi aussuchen, vorsortieren. Ja. Ist ja auch schön, dass man gerade dann über das Internet kriegt man ja jetzt auch mittlerweile relativ viel dann ja. An Inspiration. Ja. Oder ja. Auch die Techniken und so, die da ja teilweise dann vonnöten sind, um einfach sowas zu zaubern, kann man dort ja auch ganz gut mit lernen. Ich kaufe aber auch alte Bücher über Schreinern, Zimmermann und was weiß ich, alte Bastelbücher und sowas. Die haben den Vorteil, die sind nicht so schön bunt, aber da steht noch drin, wie es geht. Ja. Das ist der Unterschied. Und da steht auch drin, wie man es nicht machen soll. Das ist in neuen, ist das nicht. Da ist alles schön bunt, da klappt das von alleine. Das klappt nicht von alleine. Und deshalb habe ich mir auch schon mal so im Kopf überlegt, ob ich nicht vielleicht mal mit Leuten, die das gerne möchten, die gerne was erklärt haben möchten, vielleicht mal so gewisse Grundkurse macht oder sowas, aber das ist eigentlich noch ziemlich weit weg. Weil ich, also ein paar Leute hätte ich schon, die das gerne mal machen würden, aber dass man auch nicht nur den Kindern was vermittelt, sondern auch Leuten, die das gerne machen. Ne? Ja, die wirklich Interesse dran haben. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, ja. So ein Workshop hier in der Bastelstube, damit Leute auch selber mal was basteln, weil wirklich, man glaubt gar nicht, wie viel Sachen effektiv eigentlich verschwendet werden, die, aus denen man noch ganz tolle eigene Kreationen und Unikate, also ja. Wirklich, da steckt ja dann seine eigene Kreativität steckt da drin einfach. Ja. Das ist etwas, was kein anderer hat. Das ist auf einen selber angepasst, auch ja. In einer gewissen Art und Weise. Aber auch trotzdem sehr wahrscheinlich, wenn man sich selber darin gut zum Ausdruck gebracht hat, auch für andere bestimmt sehr schön. Mhm. Deswegen, ich glaube, das könnte tatsächlich eine gute Sache sein. Ja. Also das ist zum Beispiel, ich kann auf meinen Wohnzimmertisch kann ich ein Stück Eichenholz mit einem Kerzenlicht machen. Mhm. So, ich kann da auch ein Stück Plastik hinstellen. Ja, aber das Stück Plastik ist das halt... Das bleibt mir selbst überlassen. Ja. Und wenn ich da was hinstelle, was ich selbst bearbeitet habe, dann hat das was Wertiges. Ja, das... Na? Und manche Leute verstehen das und fressen das. Manche, ja, ist so, nicht? Die sagen, was soll ich mit dem Zeugs alles oder sowas. Also einfach nur Augen aufhalten, gucken, selber machen. Zack. Das ist das Wichtige. Und ich denke, das ist auch eine schöne Schlussnote für dieses Interview. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für die tollen Eindrücke, die ich hier erleben durfte. Zum Schluss nochmal, kann man dich irgendwie im Internet finden? Oder, Ja, natürlich unter
Reptile Express, ne? Ah, ja, genau. Denn du bist ja effektiv Teil von Reptile Expression, ja. Genau. Denn dort könnt ihr den Eckhart auch finden. Und damit, wie gesagt, bedanke ich mich ganz herzlich. Ja, ich mich auch. Und bis zum nächsten Mal. Ja, zurück im Studio. Gehört habt ihr gerade von Reptile Expressions Chris und Ellie. Ich weiß, es geht nicht. Und immer noch bei uns ist Justin Hibbeler. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen vom Kabarett wegkommen und ein bisschen auf deine anderen Projekte vielleicht ein bisschen eingehen. Zum Beispiel auf die Jerry Lee Lewis Show, die du jetzt letztens hier im Oldenburger Unitheater gehabt hast. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, und zwar bin ich über Jerry Lee Lewis, den guten alten amerikanischen Rock'n'Roller, ans Klavierspielen gekommen. Und ja, da hat es mich dann einfach sehr gereizt, weil ich auch noch nie in einer Band irgendwie was zusammen gemacht habe, einfach mal ein Projekt zu starten, was vielleicht auch diesen meiner Meinung nach sehr besonderen Künstler würdigt. Und ja, jetzt hatte er eben seinen 80. Geburtstag und lebt und tourt immer noch. Deswegen ja, war das für mich Grund genug, das mal mit einer Show zu würdigen. Wie hast du da deine Band gecastet oder hast du die alle gekannt vorher schon? Teilweise. Also durch das Unitheater habe ich ja einfach schon viele Kontakte und Querverbindungen und so. Und da habe ich mich dann mal umgehört, wer spielt Drums, wer spielt Gitarre. Und ja, die Suche nach dem Bassisten dauerte dann tatsächlich etwas, aber über das schwarze Brett der Universität findet man so einiges. Wie war denn so, also du bist ja sonst Solokünstler wahrscheinlich eher und beziehungsweise, ja gut, im Theater ist das dann was anderes auf der Bühne, aber so dein Kabarett ist halt dein eigenes Ding. Wie war denn so dann die Erfahrung so in einer Band? Es war sehr spannend. Also Musik zu machen mit anderen Leuten ist irgendwie ein ganz spannendes Gefühl, weil man merkt, es greifen Sachen ineinander und ja, das Ganze muss natürlich auch erstmal entstehen. Das heißt, die erste Probe war noch weit entfernt vom Endprodukt und entsprechend hat sich das schön entwickelt und es war wirklich so ein richtig starkes Gruppengefühl, was dabei aufkam, was man natürlich als Solokünstler eher nicht. Sag mal, hat dich die Bühne eigentlich verändert? Könntest du das sagen? Weil du sagst, 2011 hast du mit dem Klavier begonnen und warst noch schüchtern im Hintergrund und jetzt eher vorne und organisierst das und suchst dir Leute zusammen, die was mit dir machen. Ja, hat die Bühne dich verändert? Das würde ich schon sagen. Also das gibt mir ganz schön viel, irgendwie auf der Bühne stehen zu können und ja, vor Publikum Sachen zu machen. Und das Ganze bietet, wenn auch wahrscheinlich im kleinen Rahmen immer, auch Sachen, die man so in den Alltag integrieren kann, dass man einfach auch anders drüber nachdenkt, wie Dinge wirken, die man macht. Oder teilweise ist es einem oder ist es mir auch egaler, was die Leute denken, wenn man dann halt mal auf der Straße tanzt oder was weiß ich. Also macht vielleicht ein bisschen lockerer. Also, bist ein bisschen abgebrühter auch einfach, ne? Ja gut, das ist jetzt auch ein hartes Wort, aber nee. Ja, nein, aber nee. Du hast ja, wie wir schon festgestellt haben, auch viele andere Projekte noch. Ich meine, du standst jetzt auch schon öfters als Regie im Unikum. Du hattest Sistani abgespielt und hast jetzt auch beim Weihnachtslied die Regie mitgemacht. Und du hast auch noch ein anderes interessantes Projekt, was immer mal wieder läuft mit dem Friedrich, nämlich das OutTV. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? OutTV ist das offizielle Videokulturmagazin des Oldenburger Unitheaters, gehostet von den beiden lispelnden Möchtegern-Stars Benno und Benno, die aus einem Theaterstück entsprungen sind und sich dann eben aufgemacht haben zu einer Kultursendung, die augenzwinkernd das Programm des Unitheaters vorstellen soll und eben bei YouTube dann auch so seine eigene kleine Geschichte auch erzählt. Ja, da beweist du ja auch sehr viel Humor. Aber wie geht es dir denn zum Beispiel, wenn mal was nicht klappt auf der Bühne? Bist du kritisch mit dir selber? Ja, ich glaube schon. Also, ich gucke ja dann auch, wenn irgendwas aufgezeichnet wird von mir, irgendwie gucke ich das ja auch dann gerne an. Und
Ja, manchmal ist das gar nicht so leicht, sich da selbst zu sehen. Und dann würde ich sagen, bin ich schon selbstkritisch und kann dann, ja, denkt dann schon, oh Gott, was ist denn da jetzt wieder los? Obwohl das vielleicht von außen fällt es den Leuten gar nicht auf. Mhm. Ja. Gut. Das ist erstmal jetzt eine schöne Note, um nochmal auf etwas anderes zu kommen, nämlich du hast uns auch was mitgebracht heute. Also wir wollen ja auch den Leuten zeigen, was du so kannst. Magst du was dazu erzählen? Ja, es handelt sich um nicht mehr und nicht weniger als eine exklusive Weltpremiere, denn ich habe gestern einen Song geschrieben, der auch Teil meines Kabarettprogramms sein wird, was am 27. Februar im Unikum Premiere hat. Das ist sehr schön. Da gehen wir hin, oder Brian? Ja, da gehe ich auf jeden Fall hin. Also ich habe schon reserviert. Ja gut, wie heißt das Stück? Kleine Brötchen. Gut, dann gibt es jetzt für euch Kabarett Brötchen. Ist ja häufig eher was für Rentner, könnte man sagen. Ich bin jetzt 24, das heißt, was das für meine Rente heißt, können Sie sich ungefähr vorstellen. Mein letzter Arbeitstag, morgen beginnt die Zeit. Voller Spaß, voller Kraft und ohne Arbeit. Ich packte Brötchen ein, machte die Tüten zu. Von morgens um 4 bis abends um 10, dazwischen 6 Stunden Ruhe. Die Fabrik ist mein erstes Zuhause, doch morgen ist es dann vorbei. Ich gehe in Rente, genieße mein Leben mit 102. Endlich sehe ich wieder meine Frau. Ich hoffe, sie lebt noch. Sie sagte mal, der Job bringt mich ins Grab, aber ich geb doch, ich streb doch immer noch. Meine Kollegen hier sind durch Maschinen ersetzt. Ich bin zum 30. Mal Mitarbeiter des Monats, bis zuletzt, seit ich im Betriebsrat war. Oh ja, der Rat bin ich. Da setzte ich mich ein und setzte mich durch gegen mich. Die Fabrik ist mein erstes Zuhause, doch morgen ist es dann vorbei. Ich gehe in Rente, genieße mein Leben mit 102. Endlich sehe ich meine Kinder wachsen. Die jüngste ist 62. Sie sagten mal, ich arbeite mich tot. Und das rächt sich, das rächt sich, das rächt sich bitterlich. Ich lächle zufrieden, stell die Maschinen aus und nehme das letzte eingepackte Brötchen mit nach Haus. Ich sitze auf meinem Balkon, mache ein ernstes Gesicht. Ich nehm das Brötchen, beiß rein, doch es schmeckt mir nicht. Die Fabrik war mein erstes Zuhause. Wie leicht man doch vergisst, dass die Zeit, in der man seine Brötchen packt, vergänglich ist. Nun hab ich Freizeit, doch bin ich leer, kaputt und verbraucht. Ich dachte mal, ich lehn mich bald zurück. Jetzt bin ich untergetaucht und das schlaucht. Ich mach ein ernstes Gesicht und sitz auf meinem Balkon. Drinnen klingelt auf meinem Nachttisch das Telefon. Die Fabrik ruft an zur Rente, Gratulation. Doch morgen wäre ein Engpass, der neue kommt erst später. Ich wüsste schon. Ich komm zur Arbeit und drücke die Knöpfe. Die Maschinen laufen heiß. Doch ich lehn mich zurück und ich warte, denn ich weiß, bald platzt die Fabrik aus den Nähten, Brötchen fliegen durch die ganze Stadt und alle fragen sich nur, wer diesen alten Mann an die Maschine gelassen hat. Mein letzter Arbeitstag, morgen beginnt die Zeit. Voller Spaß, voller Kraft und ohne Arbeit. Ich packte Brötchen ein, machte die Tüten zu. Von morgens um 4 bis abends um 10. Jetzt habe ich Ruhe. Quickies. Ja, danke Justin für deine Live-Performance. Ganz super war das. Wir freuen uns auch schon auf deine Show. Und jetzt möchten wir aber ein bisschen deine Psyche ergründen. Und zwar haben wir uns 5 Fragen überlegt, auf die du so schnell wie möglich bitte antwortest. Ich bin gespannt. Was ist dein größtes Laster? Ich glaube, ich kann
nur gut unter Druck arbeiten. Also ich brauche eine Deadline und dann funktioniert das erst. Wie lautet der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Probier dich aus. Was würdest du deinem 14-Jährigen selbst gerne sagen? Geh auf die Bühne, so schnell wie es geht. Was sollte deiner Meinung nach jeder einmal in seinem Leben ausprobieren? Ich glaube, jeder, ja, so platt wie das klingt, jeder sollte mal ausprobieren, sich selbst kreativ zu verwirklichen, in irgendeiner Form. Also jeder hat, glaube ich, irgendwas, was ihm gefällt, was ihn künstlerisch vielleicht antreiben könnte, und das sollte einfach jeder ausprobieren. Und da kann man auch gerne Fehlschläge für in Kauf nehmen, das ist alles kein Problem. Es geht darum, auch dabei dann Spaß zu haben. Das glaube ich auch. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Im Berliner Olympiastadion. Mit Kabarett oder mit Musik Schauen wir mal. Vielleicht eine große gemixte Show mit einem Best-of Justin Hibbler. Ja, super, dass du da warst. Wir freuen uns schon in 5 Jahren auf deine Show. Und ja, Brian und ich würden uns jetzt schon verabschieden. Genau, es war schön, dich hier gehabt zu haben, Justin. Es war eine Freude. Und wir anderen hören uns beim nächsten Mal mit Radio Reptile Expression. Ich bin Brian. Ich bin Ellie. Und für euch gibt es jetzt zum Abschluss noch ein wunderbares Lied von der Band KIZ. Hurra, die Welt geht unter. Ihr hört Radio Reptile Expression auf dem Oldenburg 1.